Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Ja, die My Little Box für Juni, Juli ist bei mir angekommen. Sie hatte Verspätung, weil eine Sonnenbrille leider Gottes beim Zoll festhängt. Ich denke, dass es noch beim Zoll festhängen wird. Es kann dauern, egal wie früh man bestellt, es kann dauern, wenn es beim Zoll festhängt, bis es dann endlich weitergeschickt wird. Aber sie ist jetzt endlich da. Und nächsten Monat, für August, September, gibt es auch eine Doppelbox wieder, was ganz neu ist. Und da steht jetzt gerade auf der kleinen Karte, ein guter Grund, um rauszugehen. Das heißt, da gibt es auch eine Bauchtasche. Also auch wieder eine Tasche in dem Sinn, bloß für den Bauch. Im Spätsommer erwartet dich deine zweite Doppelbox. Das kommt. Vier Accessoires und sechs Beauty-Darlings. Darunter eure Love Brand Barbour. Caudalie für Skincare-Liebhaber, Make-up, das dein Gesicht zum Strahlen bringt und so vieles mehr. Aber das ist noch nicht alles. Deine Doppelbox verwandelt sich in ein legendäres Mode-Accessoire aus den 70ern, 80ern oder 90er Jahren. Stehst du eher auf Dalida, Madonna oder lieber Britney? Du wählst das Jahrzehnt, das dich begeistert. Besuche den Bereich, also die Abonnenten können dann raussuchen, was für eine Bauchtasche, die drei Farben. Ich habe meine schon rausgesucht, weil ich liebe die Farbe Lila. Also habe ich Lila rausgesucht. Logisch. Ja, dann ist hier ein Gutschein von MAC, genau. Also ist es My Little Box X MAC. Muss ein MAC-Produkt dabei sein diesmal. 10 € Gutschein. Wie lange bist du gültig? Ah, bis zum 31.07. Dann schaue ich mal. MAC hat ja gute Produkte. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das Thema ist maritim oder so. Keine Ahnung. Das war noch dabei. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Produkten. Die waren jetzt nebendran gelegen. Und zwar eine seltene Perle. Multifunktionale Halskette. Muscheln und Schalentiere lassen dich am Strand niemals im Stich. Oh Gott. Wir sprechen von deinem neuen Sommerschmuck und seinen Perlen, die dich sogar im Wasser beim Schwimmen begleiten. Ob stilvoll als Halskette oder geschickt als doppeltes Armband getragen, dein neues Accessoire sorgt mit seinen flachen Perlen für den perfekten Surferlook. Cool, oder? Okay, so ist die Verpackung. Ist eine Koralle drauf. Oh, das möchte gerade kaputt, so geht's auch. Ah, die habe ich bei der Sophie gesehen, genau. Das ist die Perle. Hier ist dann so ein Star-Model drauf. So ein kleines Anhängerchen mit dran. Aber keine Ahnung, was die Leute alle mit Gott haben. Ich weiß ganz über bei mir um den Hals gehen wird. Oh, zu eng. Also wird schon gehen im letzten Loch, aber n-n. Das mag ich so nicht. Und Zwemme ums Gelenk. Vielleicht muss ich gerade mal gucken, ob das überhaupt klappe wird. Huch, bleibt da. Ja, alleine zumachen ist manchmal schwer. Ne? Mal schauen, ob ich es irgendwie hinkriege oder ob ich es nicht hinkriege. Mit meinem Glück kriege ich es nicht hin. Ich bin da drin einfach nicht gut. So. Ne? Wir sehen oder nicht? Ich krieg's nicht hin. Aber auf jeden Fall, warum könnte man es, wenn man es zu hat, ungefähr so tragen? Gut, als Armband sieht es eigentlich noch nicht so schlecht aus. Dann können wir es auch als Fußkette tragen. Ne? Na, mal überlegen. Entschuldigung. Aber irgendwie hat man Allergie. Ja. Den Höhepunkt. Okay, ach, lass mal auf. Dann haben wir hier noch was. Feeling Peeling Blue. Was bist du? Ah, da unten steht es auf Deutsch. Dein Peeling-Handschuh für strahlende Haut. Mit unserem Peeling-Handschuh kannst du abgestorbene Hautschüppchen den Kampf ansagen. Er besteht aus zwei natürlichen Materialien. Einer
empfehlenden, wassersparenden Hanffaser und einer weicheren, recycelnden Baumwolle. Der Peeling-Handschuh bereitet deine Haut ideal auf den Sommer vor. Anwendung unter der Dusche. Erstens, reinige deine Haut mit der Seide aus Baumwolle. Zweitens, peele deine Haut mit der Seide aus Hanf. Trockene Anwendung. Peele deine Haut mit der Seide aus Hanf. Trage mit der Seide aus Baumwolle. Doch steht so. Deine Feuchtigkeitspflege auf. Oh, hier eine Nachricht von deiner Haut. Danke dir. Lach. Ja. Also so sieht es jetzt mal aus, die Verpackung. Und da ist ein Peeling-Handschuh drin. Ah, das ist so eine. Okay. Komme ich da überhaupt nahe? Ja. Ja, dürfte funktionieren. Peeling-Handschuh. Gut, Peeling-Handschuh geht eigentlich immer. Kann man nichts meckern im Sommer sowieso. Und man sollte sich nicht nur im Sommer peelen, auch im Winter. So ist es nicht. Im Sommer einmal die Woche am besten. Im Winter kann man es dann 2-3 Mal die Woche machen. Aber irgendwie kriege ich die nie wieder zu. Ich weiß auch nicht. Dann kommen wir zu der normalen Box. Und das Lech extra zeige ich dann zum Schluss. Und zwar haben wir hier eine kleine Tasche. Gar keine Ahnung, was für ein Stoff das sein soll. Steht jetzt auch nichts da, ne? Mit einem Druckknopf. So, kann man einfach so. Zack. Zack. Zumachen. Und da die ja schon von Peeling geredet haben, denke ich mal, dass das ein Peeling ist. My little beauty, keep cool and wear blue. Für den Körper. Strahlendes After Sun Körper Gelee. Nachdem sie den Sonnenstrahlen getrotzt hat, beruhigt diese After Sun Gelee deine Haut mit Aloe Vera und Bio-Kornblumen. Kornblumenhydrolat, die enthaltenen Perlmutt-Partikel natürlichen Ursprungs veredeln deine Bräune. Okay. Aloe Vera ist eh gut, egal für was, ob Haut, Innerkörper, sage ich jetzt mal so dazu. Also Aloe Vera ist für alles gut. Gucken wir jetzt mal. Die riecht gut. Machen wir es mal so, so sieht es aus. Ja, leicht bläulich. Halt Deckel wieder drauf. Brauche ich mal wieder alles umschütten. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen an die neue Situation. Oh, das spendet aber mega Feuchtigkeit. Respekt. Oh, die riecht gut. Aber wirklich mega Feuchtigkeit. Wenn ich schon die andere Handoberfläche habe, soll ich die andere Fläche auch machen, ne? Ja, mit dir. Machen wir es gleich beidseitig. Aber richtig gute Feuchtigkeit hier. Wow. Und zieht auch gut ein. Also, ich mag das nicht, wenn so Gels, Cremes oder so nicht schnell einziehen in die Haut. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist, oh, da wäre ich kirre. Aber mega Produkt jetzt schon mal, okay. Weiter geht's mit Vausan Premium Sun Care. Da hatte ich was fürs Gesicht und für den Körper, glaube ich, in der Klokon Bag, genau. Good Times and Ten Line. Sonnenschutz 15. Kann man im Winter benutzen. UVA, UVB, Infrared, Medium Protection, Waterproof, Sunbream Body. Also es gibt niedrig mit 10, 15 bis 25 ich mittel, hoch ist 30 bis 50, sehr hoch 50 plus. Im Sommer brauche ich immer sehr hoch 50 plus. Aber was sollst du Besonderes tun? Premium Sonnenschutz für den Körper, Lichtschutzfaktor 15 mit Ektoin und Vitamin E, schützt vor Sonnenbrand sowie vor freien Radikalen und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung. Schnell einziehend Emulsion mit einem, vanilligblumigen Duft. Okay. Shea Butter und Aloe Vera versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Für ein
für ein samtiges Hautgefühl ohne. Oh Gott, wieso muss man immer so blödes drauf schreiben? Für ein Hautgefühl ohne Kleben. Korallenfreundliche Rezeptur. Frei von Inhaltsstoffen, die das Wachstum der Korallen beeinträchtigen. Das ist schon mal gut. Mit jedem verkauften Produkt unterstützen wir Meeresschutzprojekte wie den Wiederaufbau von Korallenriffs. Mehr über uns und unser Engagement unter www.v-sam.de. Okay, das ist schon mal gut. 12 Monate haltbar, wenn du auf bist. Noch irgendwas? Nö. Okay, dann lasse ich die mal zu. Aber das ist schon mal gut, wenn sie, wenn man in Urlaub fährt oder so, dass man das dann auch benutzen kann, egal was für ein Lichtschutzfaktor, und die Koralle dann nicht geschädigt werden, genau. Also nochmal was für den Körper. Sonnenschutz. Aber ich würde es Ende 15 ist mir eigentlich zu nie. Das würde ich Ende so Ende Sommer, Herbst rum benutzen. Dann geht's weiter. Falls er ein bisschen wackelt oder ich so komisch nahe komme als, sorry, tut mir echt leid. Weil wie gesagt, ich habe auch umgeräumt. Ich bin jetzt Mitte vom Zimmer und muss mich erst dran gewöhnen. Also falls es ein bisschen wackelt oder so, tut mir echt leid. Aber es wird sich bessern, glaubt mir. So, nächstes Produkt. Believe. Du bist Creme oder die True Cream Aqua Bomb. Die ist 10 ml, ist das? Die ist echt mega ergiebig. Ich habe, war das von der Belladonna, habe ich mal Probe gehabt von dem Believe True Cream. Und ich hätte nicht gedacht, weil das war wirklich nur so eine Probe halt, so eine kleine Sachet heißen sie, genau. Und die hat echt, ich habe die auf 2 Mal benutzen können fürs Gesicht. Also da war ich echt nur perplex, ne? Hätte ich nie gedacht. Ja, so ein kleines Tiegelchen, wo man kaum sieht da jetzt. Ich habe mal so einen Clean Balm Cut von denen, der war auch nicht schlecht. Aber okay, Gesichtscreme braucht man im Sommer auch. Weiter geht's. Gut, bleib hier. La Vera Naturkosmetik Bio Glow Be Nature Serum. Neu, okay. Habe ich auch noch nirgends gesehen. La Vera gibt es gleich mit der M. Q10 und Vitamin C. Antimüdigkeitseffekte, das kann ich gebrauchen im Moment. Entschuldigung. Natürliches Coenzym Q10 und Vitamin C. Okay. Was sollst du können? Na. Erlebe das Lavera-Gefühl eines spürbar frischen Teurs. Unser Glow by Nature Serum erfrischt deinen Teur für eine straffere, strahlende, schöne Haut. Die hochwirksame Formel mit natürlichem Enzym, Q10 und natürlichem Vitamin C reduziert freie Radikale und schützt so vor oxidativen, Bläser sollte man auch lernen, Stress. Sie vitalisiert müde Haut, spendet langanhaltende Feuchtigkeit und mindert erste Fältchen. Spüre, wie die leichte Textur unmittelbar mit deiner Haut verschmilzt und dir so einen gesunden, aussehenden, strahlenden Ton schenkt. Die innovative Pflegeformel für einen natürlichen Glow mindert Anzeichen von müder Haut für einen strahlenden Teint und ein glättendes Hautbild, Basis für weitere Pflegeschritte. Das gute Gefühl von 100% zertifizierter Naturkosmetik ohne Kompromisse. Anwendung: morgens auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren. Ich glaube, mit Vitamin C sollte man sowieso Sonnenschutz noch hinterher benutzen. Aber okay. So. Coole Flasche mit Pumba. Da ist so ein Deckel, so ein kleiner Deckel. Aber sieht mal cool aus. Ja, 30 ml sind es, da bin ich mal gespannt. Haltbar bis September 2025. Okay. Da bin ich echt mal gespannt auf das.
Dann haben wir noch zwei Produkte in dieser schönen Tasche. Und zwar einmal von Dr. Barber Protect. Protection Balm mit Lichtschutzfaktor 50. Das kenne ich gar nicht. Photo Aging and Polu Aging Protection. UVA, UVB Filters und IR and Blue Light Protection. Das ist mega. Kenne ich gar nicht. Ja, ich bin neugierig. Okay. 15 ml. Dr. Barber ist eigentlich gerade günstig. Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor, klar. Cool. Ich habe jetzt gedreht, aber nie. Es ist zum Draufstecken und wieder mit einem Pumper. Cool. Jetzt dort das andere drauf, aber das ist leicht und Papier. Leicht und flüssig. Es läuft. Aber mit keinem Geruch. Das andere ist auch schon verflogen. Ja, ist wirklich leicht und schnell weg. Ihr habt ja gesehen, dass ich da die ich vorher drunter hatte, aber trotzdem ist die schnell weg. Da bin ich echt mal gespannt. Okay. Und dann haben wir von MAC Powder Kiss Lipstick in der Farbe andersrum 308 Mandarin O. Na? Ich liebe ja MAC-Lippenstifte. Immer wenn ich einen MAC-Lippenstift kriege, in der Box oder so, hebe ich ihn auf. Das ist auch eine matte Verpackung. Ah doch. Die Farbe dürfte passen. Ja, dürfte gehen eigentlich. Aber ein MAC-Lippenstift. Cool. Wenn ich das aber wieder runter die Farbe. Nicht, dass man Haut meint, sie nicht alles aufsaugen. So, stimmt nicht ganz. Und dann noch eine Tasche. Das gehört ja auch noch zu der Monatsbox. Na, huch, na hier. Oh, cool. Die ist aber, die ist wirklich cool. Ups. Die ist wirklich cool. Und mit Reißverschluss. Dann ist er schon mal mega cool. Und groß. Kann man gut nehmen fürs Krankenhaus zum Beispiel. Gut, kann man auch nehmen, wenn man an den Strand muss. Ne? So ist es nicht. Innentasche ist aber keine. Nee. Zwar keine Innentasche, aber Reißverschluss. Kann man als Strandtasche, Einkaufstasche, Krankenhaustasche, wie man möchte, benutzen. Mega. Also, das war jetzt die Monatsbox, genau. Und zwar die Megatasche hier. Auf jeden Fall. Also kann man nichts sagen. Dann hier die kleine Tasche mit Druckknopf. Dann ein MAC Lippenstift. Von La Vera ein Serum. Von Dr. Barber ein Protection Balm mit Sonnenschutz 50. Von Belief eine True Cream. Aquabomb, dann von My Little Beauty ein, na gut, ist für den Körper, ein, na, Aftersun, Körpergel, Körpergelee, nicht Gel, Körpergelee. Dann haben wir von V.Sun Lichtschutzfaktor 50, eine Sonnencreme für den Körper. Für den Körper habe ich sowieso, wenn ich so eine Creme habe, schon gemerkt. Ein Peeling-Handschuh und diese Korallen-Muschelkette. Das war die Monatsbox für Juni, Juli, genau. Und jetzt kommen wir zum Extra-Produkt, und zwar das Less Extra. Kostet ja ungefähr, ich glaube, 5 Euro.
4 noch was, 5 Euro ungefähr, extra zur Monatsbox. Und da haben wir jetzt von Shiseido was drin, steht hier. Dein Weichzeichner aus der Tube. Shiseido Synchro Skin Soft Blurring Primer. Oh, ein Primer. Warst du im Urlaub? Fragezeichen. No, ich habe einen neuen Primer. Dieser schwerelose, wasserbasierte Primer zaubert dir im Handumdrehen einen ebenmäßigen Teint und schafft die optimale Basis für das nachfolgende Make-up. Shiseido hochsensorische Creme-Puder-Formel nutzt eine fortschrittliche Lichtstreuungstechnologie, die das Erscheinungsbild deiner Poren verfeinert, überschüssigen Glanz in Schacht hält und Unregelmäßigkeiten wirkungsvoll kaschiert. Der Primer enthält mattierende Peptide, die die Haltbarkeit deines Make-ups verlängern, indem sie den ganzen Tag über Öl und Schweiß absorbieren. Okay. Snowflakes Powder streute das Licht, um einen natürlichen, aussehenden Schimmer zu erzeugen und das Erscheinungsbild von feinen Linien, Falten, Poren und rauer Haut zu glätten. Während das patentierte Neutral Correcting Powder Unebenheiten optisch verschwinden lässt, dieser nicht komedogene und dermalogisch getestete Primer versorgt deinen Teint bis zu 8 Stunden mit Feuchtigkeit und sorgt für entspannte Gesichtszüge wie frisch aus dem Urlaub. Boah, 30 ml steht da, UVP 45 Euro. Gut, Shiseido ist teuer, ne? Da ist nur ein Produkt drin, ne? Ja. Und da seht ihr, die Verpackung muss so aus. Und hier seid ihr, ich noch keinen Fall mehr ausprobiert. Nee. Okay, die Tube schlicht weiß. Und ich sehe der Bäume aus. Wie sieht der Bäume aus? Na, der ist auch weiß. Ne, mit Klingelruf. Aber nicht reflektierend wüsste ich jetzt nicht wirklich. Aber okay, probieren wir gerne, gerne aus. Und das war jetzt das Less-Extra-Produkt, wo man im Monat 5 Euro mehr zur normalen Abo-Box bezahlt. Ach ja, Abo-Box. Ich in der Infobox wieder Freunde werben Freunde Code und ich habe einen Freundschaftscode, da könnt ihr auf die erste My Little Box 3 Euro sparen. Das heißt, ihr zahlt dann keine 18,90 Euro, sondern nur noch 15,90 Euro. Genau. Aber ein gutes Less Extra Produkt. Ja, das war es jetzt schon von der My Little Box Monat Juni, Juli. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box jetzt fandet. Oder besser gesagt, die Tasche fandet. Das war ja keine Box in dem Sinn. Also ich muss echt sagen, sie ist nicht schlecht. Gerade weil ich eigentlich alles benutzen kann. Also da kann man echt nichts sagen. Und mal kein Shampoo drin. Muss ich echt sagen. Oder Duschgel. Gott sei Dank. Ja. Das war es dann auch schon von meinem Video. Lasst mir gern einen Daumen nach oben da, abonniert gern kostenlos meinen Kanal. Für euch kostet es nichts, mir bedeutet es echt viel. Und ansonsten sage ich, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.